Hi, willkommen zurück bei Patricks Finanzen. Es tut mir leid, ich hatte einfach keine Zeit, früher ein Video zu machen. Deswegen wieder bei der Autofahrt. Und ja, es hat sich natürlich sehr viel ergeben. Leider zum Negativen hin. Die Situation ist immer noch, wie sie ist. Es hat sich leider nichts zum Besseren gewendet, eher zum Schlimmeren hin. Das ist das eine. Das andere, das Finanzielle und das Investieren. Ich habe viel nachgedacht, ich habe viel mit Sven und mit Jonas gesprochen, untereinander auch. Wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe untereinander und wir quatschen auch eigentlich jede Woche. Und ich habe mich entschieden, und das haben wir schon Anfang der Woche gehabt, Gazprom und alles zu verkaufen. Also Gazprom ist weg, Nornickel ist weg, Sberbank ist vom Handel ausgesetzt. Das ist ein Totalverlust. Heute steht die Aktie bei 4 Cent. Also da sind es mal locker 975 Euro komplett weg. Und ja, hätte ich am Freitag verkauft, die Woche davor, hätte ich noch was retten können. Aber ja, es ist, wie es ist. Also Zahlen, ganz simpel. Ja. Gazprom habe ich noch 1731 Euro rausbekommen können. Gab einen Verlust von irgendwie, weiß ich gar nicht, ich blende es mal ein. Ja, ich weiß nicht genau. Nornickel habe ich noch 391,60 Euro rausbekommen. Sberbank, wie gesagt, vom Handel ausgesetzt, kann ich nicht mehr verkaufen. Insgesamt 2134,24 Euro habe ich noch rausbekommen. Zusätzlich habe ich angefangen, meine Emerging Markets Titel zu verkaufen. Ich habe mit BYD angefangen, die Aktie war im Plus mit irgendwie 47%, habe da 802,35 Euro rausbekommen. JD.com mit einem kleinen Verlust von 3-4% oder sowas, 280,09 Euro, 1082,44 Euro, insgesamt 3205,68 Euro sind rausgekommen. Ich habe das dann diese Woche bereits investiert, oder nicht alles, aber einen Teil davon, in Telefonica Deutschland. Die Position habe ich aufgestockt und ist für mich jetzt voll, da kommt auch nichts mehr nach. 560 Stück habe ich gekauft, jetzt habe ich knapp 1000 Stück für 1247 Euro und ein paar zerquetschte. Und dann habe ich nochmal 5 Allianz nachgekauft für 995,95 Euro, hat mich gekostet 2243,78 Euro. Differenz sind irgendwas um die knapp 1000 Euro, die noch über sind. Das werde ich dann in Sparpläne stecken. Weitergehend werde ich weiter die chinesischen Titel abbauen, sobald ich da ja, ein bisschen bessere Kurse habe, denn ich möchte nicht komplett den ganzen ja, Buchverlust realisieren. Ja, ich hoffe, dass das noch irgendwie sich ja, positiver nach oben entwickeln kann und werde dann aber auch irgendwann trotzdem verkaufen, habe aber halt immer noch teilweise sehr hohe Buchverluste. Ist halt Emerging Market, China ist halt China, und habe einfach für mich halt ähnlich wie Jonas den Entschluss gefasst, dass ich nicht mehr in Russland investiert sein werde und das in Zukunft auch nicht mehr plane, denn wie wir sehen, ein verrückter, ja, wie kann ich das jetzt schön sagen, dass es nicht gesperrt wird von YouTube, ein total durchgedrehter 69-jähriger Tata-Greis mit mentalen Hürdenfurz hat einen Krieg angefangen und hat ein ganzes Land, nicht nur hat die Ukraine angegriffen, hat das Land in Krieg gebracht, hat sein eigenes Land in die Steinzeiten zurückkatapultiert und ja, deswegen habe ich irgendwie keinen Bock mehr. China ist für mich jetzt nicht gegessen. Wenn das irgendwann mal der Fall sein sollte, werde ich dann über einen ETF wieder investieren in China, wenn die ganzen Sachen weg sind. Aber ich möchte dieses Einzelrisiko einfach nicht mehr haben und werde deshalb die peu à peu auch abbauen. Dann werde ich die Titel, die bei mir noch nicht bei 1000 Euro sind, auf 1000 Euro hochbringen über Sparpläne, aber auch langsam. Gleichzeitig werde ich das, was 1000 Euro erreicht ist, das Geld umschichten in den S&P 500 ETF, den ich ja als Altersvorsorge-ETF sozusagen bespare, und den peu à peu ausbauen. Habe Excel gerechnet ein bisschen, aber das können wir ja irgendwann mal jetzt noch anschauen, falls ihr Lust drauf habt. Ja, ich hätte auch viele von euch hören sollen. Bedanke mich auch für die Kommentare. Wie gesagt, ich konnte nicht antworten, ich habe einfach extrem viel zu tun momentan. Und
werde auch gleichzeitig mir ein Limit setzen, was ich im Monat investieren möchte. Das ist halt weniger, als was ich eigentlich gedacht habe, weil halt die Situation ist, wie sie ist. Und ich möchte einfach weniger Volatilität im Depot haben, möchte gleichzeitig den Cash-Bestand endlich erhöhen. Deswegen habe ich mir ein mittelfristiges Limit von 750 Euro Investition pro Monat gesetzt. Das wird aber noch ein bisschen dauern, bis ich dahin komme, weil ich möchte noch einige Werte halt auf 1000 Euro bringen. Und ja, momentan bin ich so, glaube ich, bei 950.000 Euro im Monat. Das wird dann peu à peu runtergehen, bis ich 750 erreicht habe. Sobald dann zum Beispiel ein Wert 1000 Euro erreicht hat, werden diese 25 Euro, wenn es ein Sparplan ist, dann, wie gesagt, auf den S&P 500 ETF gebracht. Allerdings, wie gesagt, ein Cap bei 750 Euro, bis der Cashbestand eine bestimmte Summe erreicht haben wird, die habe ich mir noch nicht gesetzt. Im Kopf schwirren mir rum 25.000 Euro. Das wird halt ein paar Jahre dauern. Ja? Und genau, so ist jetzt mein Fazit aus dieser ganzen Geschichte. Es kotzt mich extrem an. Nicht, was ich entschieden habe. Klar, ich hätte früher entscheiden können, hätte ich vor einem Monat Gazprom und so weiter verkauft, hätte ich mal locker 5.000, also hätte ich die russischen Werte vor einem Monat verkauft, wo keiner das nicht wusste, ne? Hat auch niemand mit gerechnet, hätte ich ungefähr 5.000 Euro rausgeholt, also nicht nur 2.000 oder 5.000, aber irgendwie 3.000 Euro verloren, so kann man sagen. Aber ja, es ist halt, wie es ist. Ich habe daraus gelernt, wie so oft im Leben, man lernt aus Fehlern. Ja, es war einfach ein dummer Fehler. Aber wie gesagt, man hat halt nicht damit rechnen können, dass so ein verrückter Bastard halt sowas macht. Ne? So, ich hab's mal gesagt, jetzt tut mir leid. Was noch? Ja, es wird Veränderungen geben. Ja, die meisten habt ihr jetzt gehört. Langsam kommen immer mehr Sparpläne auf die 1000 Euro zu. Ich werde halt auch weniger Titel im Depot haben, dadurch, dass viele... heißt, dass viele Werte halt nicht mehr im Depot sein werden. Ne? Habe ich einfach die Anzahl Werte reduziert werden. Somit muss ich auch nicht so krass viel drüber nachdenken, in was das Geld investiert wird. Es wird mir einfacher gemacht, weil ich dann einfach sage, wenn ich irgendwann sage, ich erhöhe das Limit, dieses monatliche Investitionslimit von 750 Euro wieder nach oben, wird das erstmal in den ETF eingepackt. Die einzigen Werte, die weiterlaufen werden, sind Apple und Microsoft, ja, die auch über dem Limit hinaus sind. Das wird einfach, die beiden Sparpläne lasse ich weiterlaufen. Und was sich ergibt in den nächsten Monaten, das müssen wir noch schauen. Aber das ist erstmal so der Plan, den ich mir jetzt zusammengebaut habe, sage ich mal so. Ja, ist alles sehr dämlich. Im Endeffekt von den 2,5 Jahren, die ich jetzt dabei bin, beim Investieren, ein bisschen mehr als 2,5 Jahre, habe ich momentan noch einen Buchgewinn von knapp ein paar hundert Euro. Ja, so sieht das momentan aus. Und je nachdem, wie der Markt weiterläuft, wird das wieder ein bisschen mehr. Also es wird irgendwann hoffentlich wieder mehr, aber jetzt so die nächste Zeit, bis dieser bescheuerte Krieg irgendwann hoffentlich vorbei ist. Aber bis dahin ist das so ein Plus-Minus-Null-Spiel. Ja, wie gesagt, man lernt draus. Ne? Ist halt echt selten dämlich, aber was soll man machen? Ansonsten habe ich soweit nicht weiter. Es kommen jetzt noch Videos. Ich weiß gar nicht, welches Video zuerst kommen wird. Ich werde jetzt noch zu Hause was drehen, am Wochenende. Ich hatte ja noch ein paar Käufe gehabt bei Trading 212, Kalenderwoche 8, das ist Kalenderwoche 9. Ich habe, wie gesagt, das schon gekauft. Ich glaube, das kommt jetzt nach dem KW8-Video. Und dann schauen wir mal, was weiter kommen wird, ob ich jetzt noch irgendwie einen Einzelkauf machen werde. Vielleicht Allianz würde ich gerne noch auf 25 Stück bringen. Da fehlen mir jetzt dann irgendwie noch 5,5. Ich habe eine Kauforder gesetzt mit einem Limit. Wenn das erreicht ist, dann wird die ausgelöst. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist das so. Und ich werde da jetzt nicht irgendwie hin und her hochstellen und oben runtersetzen, sondern ich habe jetzt einen Kurs gesetzt. 185 Euro habe ich gesetzt. Wenn das nach unten fällt auf 185, dann wird gekauft. Wenn nicht, dann ist es halt eben nicht so. Dann läuft es einfach bei Sparplan weiter. Jo, das war's gewesen. So sieht das Ganze aus. Also, ich bedanke mich bei euch. Wünsche noch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Bleibt gesund, be safe, ja. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Also, macht's gut, habt einen schönen Tag und ja, schreibt gerne in die Kommentare, was wie wo bei euch so los ist. Also, bis dann. Ciao.